Nach der jüngsten Gewalteskalation in Israel und den besetzten Palästinensergebieten sind zahlreiche arabischstämmige Mitarbeiter von israelischen Schulen vom Dienst ausgeschlossen worden. Die vorübergehende Maßnahme erließen vier israelische Städte, darunter Tel Aviv. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnte eine von Frankreich vorgeschlagene internationale Aufsicht über den umstrittenen Tempelberg in Jerusalem ab. Wir haben auf dem Tempelberg nichts geändert. Die Gebetsordnung und Besucherrechte bestehen seit 15 Jahren. Geändert hat sich, dass von Islamisten und der Hamas bezahlte islamistische Gangster versuchen, in der Moschee Sprengsätze zu deponieren. Der Streit um die Juden wie Muslimen heilige Stätte Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee gilt mit als Auslöser für die jüngste Serie der Gewalt. Das israelische Kabinett kündigte zudem verschärfte Sicherheitsmaßnahmen an. Bei einer neuen Serie von Messerangriffen auf Israelis wurden am Samstag vier Palästinenser getötet und ein weiterer schwer verletzt. Angesichts der anhaltenden Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich Papst Franziskus tief besorgt über die Lage in Nahost geäußert. Während einer Messe in Rom sagte der Pontifex, in der gegenwärtigen Situation sei es mehr denn je notwendig, dass Frieden im Heiligen Land geschlossen werde.